Mein Name ist Vicente Carabias, ich bin Professor für nachhaltige Energiesysteme an der ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, leite hier das Institut für nachhaltige Entwicklung und koordiniere die Plattform Smart Cities and Regions. Mein Name ist Stefan Kurat, ich bin Professor für Architektur und Städtebau an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ich leite zusammen mit Regula Iseli das Institut Urban Landscape, das beschäftigt sich mit Stadtlandschaften des 21. Jahrhunderts. Ich unterrichte Studierenden im zukunftsfähigen Entwerfen von Stadtlandschaften und erforsche die Frage, wie Stadt wird und welche Akteure was dazu beitragen. Wissenschaft und Praxis verstehen unter Smart City ein Konzept, das Lösungsansätze für die zukünftigen Herausforderungen der Städte liefert. Die Digitalisierung fördert die Vernetzung zwischen Handlungsfeldern, Menschen, Infrastrukturen und Lebensräumen. Damit ermöglicht sie erst die Transformationsprozesse von Städten und Gemeinden hin zu Smart Cities mit hoher Lebensqualität bei gleichzeitig effizienterem Ressourceneinsatz. Die Digitalisierung erleichtert das Leben. Stau-Apps mit Zeitangaben und Alternativrouten, Aussage über Zugbelegungen, Mobilitäts-Apps, die das eigene Mobilitätsverhalten bewusst machen, soziale Medien zur Kommunikation und Vernetzung, das sind wunderbare Erfindungen, aber sie lösen nicht sämtliche Probleme. Eine Smart City lebt, wächst und entwickelt sich. Dank dem starken Zusammenwirken von Stakeholdern, ganz wesentlich auch der Bevölkerung, Handlungsfeldern, Technologien, ist sie intrinsisch agil und spornt alle Beteiligten zur Mitwirkung an. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen der verschiedenen Anspruchsgruppen und möchte einen Mehrwert schaffen für die nachhaltige Stadtentwicklung. Die Smart City macht bequem und passiv. Die Verantwortung wird an Daten, Algorithmen und private Unternehmen delegiert. Und die verstehen nichts von Stadt, nur von Softwareentwicklung etwas. Die Technologie wird es irgendwie richten. Es weiß aber niemand genau, wie und was es richten wird. Die Entwicklung einer Stadt hin zu einer Smart City ist ein langfristiger und komplexer Innovations- und Transformationsprozess. Die Architektur ist wichtig. Doch erst durch die Kooperation von verschiedenen Akteuren wie Unternehmen, Vereinen, Stadtverwaltung, Forschungsinstitutionen und besonders durch die Aktivierung der Bevölkerung kann eine Smart City-Kultur entstehen, aus welcher wiederum innovative Bottom-up-Projekte resultieren können. Bei Entwicklungen von Smart Cities ist der Dialog mit der Bevölkerung zentral. Arbeiten alle Anspruchsgruppen zusammen, so wird die Stadtentwicklung smarter und breiter getragen. Aus Daten allein entsteht nichts Neues. Es braucht auch in Zukunft smarte Menschen mit Adaptions- und Vorstellungsvermögen, damit mit menschlicher, intellektueller Leistungsfähigkeit. Architektinnen und Architekten trainieren genau dies seit über 2000 Jahren. Sie wissen, wie man Stadt entwickelt. Neu werden sie durch die Errungenschaften der Digitalisierung und auch durch die Softwareentwickler dadurch unterstützt.